Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part sind wir in den Palast des Aals von Denerim eingedrungen. Und, falscher Weg. Hier muss ich lang. Weil wir die Königin befreien wollen, die hier... Ach du Scheiße, das sind ein paar. Raus, raus, alle raus. Und drauf. Ich hab noch einen. Was natürlich mal wieder gekänzelt hat. Ach, aber der Sänger kommt durch. Mach mal so. Dann trifft sie vielleicht ein bisschen besser. Oh lol, das ist ein Magier. Der Tür stehen muss. Wie so ein Hugo. Ja. So, rein da. Und hier, seht mal her, das kann ich auch. Echt, ist ein Numinos, du kommst hier nicht durch. Und tot. Steht da ein Magier rum, ich glaub's hackt. Gravierte Silberschüssel. Nee, danke. Natürlich. Das. Okay, interessanter Grafikbug. Streitkolben aus rotem Stahl, uninteressant. Oh, noch mehr Gegner. Die ich gesehen hätte, hätte ich auf die Karte geguckt, aber scheiß hat immer sowieso lang. Kommen noch mehr Gegner. Und drauf. So, euer Plan. Ich ziele auf einen anderen als die anderen und mache dann den Streuschuss. Und dann mal bitte. Ah, der Schutztarget gewechselt. Okay. Aber du willst mich doch echt verarschen? Gruppenheilung, Proto. Gut, dann halt so. Dann der hier. Dann alle auf die Bogenschützen, bitte. Bevor die so oft so machen. Natürlich habe ich gerade Gruppenheilung gemacht. Ich meine, du hast schon die... Mach doch mal die Taktik, dass du die Lyrum-Tränke wirklich trinkst. Wirkt nicht so. So, nächster. Oh lol, der ist hier ein bisschen ungünstig aufgetaucht. Der Gutste. So. Nicht. Ist mal das Target. Das Target. Das erhöht habt ihr schon mitbekommen, ne? Danke. Vielleicht bringt das ja was. Natürlich, wenn er das da gerade umkippt. Warum? Weil du mal wieder keinen Mana hattest. Jetzt süffelst du nur noch, oder was? Moment. Was hab ich jetzt eingestellt? Achso, ups.
zu Befehl. Jetzt wäre ein wenig Heilung Verletzungen. So, kann ich jetzt angucken, was uns wir heilen jetzt alles. Punkt Ende. Achso, bloß ein Froststein. Okay. Ich habe den falschen Perk ausgewählt, wie es aussieht. Rexel, vermisster Krieger. Arl Ho, Rettung der Königin. Oh. Sieh mal an, machen wir doch noch eine Sidequest. Sie blasen zum Rückzug. Hört ihr das? Hört ihr die Hunde jaulen? Sie blasen zum Rückzug. Hört ihr das? Ja, du bist ein bisschen bekloppt, kann das sein? Wo ist der Kerkermeister? Hammer, Silberit. Ja, gleich. Nee, mit den ganzen Extra-Sachen ist der Rotstahl-Dinger besser. So, jetzt aber. Tür auf. Sie befahlen den Rückzug. Das Horn ertönte und wir wandten uns ab und dann diese Schreie. Wir ritten und sie schrien und schrien und... Welcher Rückzug war denn, Ostergar? Mutter, riechst du das Blut? Sie sagten, es war nur die dunkle Brut, aber wir haben sie auch gegessen. Oh. Sie sind tot und wir haben sie zurückgelassen. Im Sumpf. Die Hexe. Die Hexe. Ach. Er ist verrückt. Ich bezweifle, dass ihr mehr von ihm erfahrt. Ihr seid frei. Geht an einen sicheren Ort. An einen sicheren Ort? Wo? Vielleicht nebenan? Na, egal. Wir haben die Quest. Mal gucken, ob ich dran denke, die abzugeben. Ich glaube nicht. So, jetzt aber das ist der Grund, warum wir eigentlich hier sind. Sieh an, der graue Wächter. Ich muss sagen, es überrascht mich, dass Eamon euch in mein Schloss spazieren und meine Männer ermorden lässt. Hat er den Glauben an die Überzeugungskraft seines Landtings verloren? Ich bin wegen Anora hier. Dann hat euch diese verräterische Schlange also um den Finger gewickelt. Enora liebt Spiele. Ich hätte nur nicht erwartet, dass sie mit euresgleichen spielt. Ihr hättet gehen sollen, als ihr die Chance hattet, Wächter. Ihr hättet euch nach Anderfels zu den Euren davonschleichen sollen. Dieses Landthing ist eine Farce. Loghain wird triumphieren und ihr werdet sterben. Nein. Wache, Magier. Target. Drauf. Ich verstehe. Alle. Mal wieder hast du die gekitzelt. Wieso ist die ganze Scheiße schon wieder? Achso, weil du tot warst. Boah, gerade so gecancelt. Leck mich am Arsch. Noch ein Magier. Ja, fick die Henne. Okay, folgender Plan. Wir gehen erstmal auf den Magier hier. Der hat nämlich nichts gegen dämlichen Kack um sich rum. Alle! Lass mich raten, er hat es nicht genommen. Und stirbt jetzt, bevor er es nehmen kann. Richtig? Ja, weil er betäubt ist. Natürlich ist hier alles auf Cooldown. Oh Wunder.
irgendwo hier Lager. Hoffe ich. Nein, es war nicht mehr im Tage. Warum auch? Vielleicht klappt es ja trotzdem. Ich glaub's nicht. Da liegt er. Ah, shit, das hat's einfach gehauen. Stirb der Kackmagie jetzt mal! Danke. So, jetzt der. So, mal heilen, das weißt du. Neuladen, bitte. Okay, neuer Plan. Sobald das Spiel nicht mehr hängt. Darf ich? Ja, nein, vielleicht. Hallo. Spiel. Du darfst wieder funktionieren. Nein, warum auch? Wieso hängt das jetzt immer im Ladebildschirm auf? Aber so lange war es noch nie. Leck mich am Arsch. Danke. Neuer Versuch. Halt. Hat er den Glauben an die Überzeugungskraft sein? Verklickt. Egal, ich wollte das andere nehmen. So, also, Alistair. Du machst den hier. Und den hier. Und den hier. Und dann das Target. Nein, nicht laufen, angreifen. Ein weiteres Hey! Deshalb bitte eine Anuminos rein. Wieso ist der jetzt schon wieder tot? Gebt die Richtung vor. Wo liegt denn der überhaupt? Da, er ist gerade am Umkippen. So, nächstes Ziel, der andere Magier. So, dann den hier bitte. So, und jetzt das, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Was ich nicht machen kann, weil ich mal wieder keine Ausdauer habe. Egal, sterben unterbricht auch. So. Jetzt mal alle die und dann mal alle Buffs von dem bitte entfernen. Gebiet säubern. Hab ich jetzt wieder betäubt. So. Und den hier. Und du bitte. Was soll der Geiz? Hey, sieht ihn ja doch von selber. Gut. So, und der Bär. Mach mal den. Alle auf den hier. Neues Target. Jetzt dreht er sich da um. Nochmal. Na, da ist er ja wieder. Mach trotzdem den hier. Du trotzdem den hier. Natürlich. Das dauert noch, bis ich wieder wiederbeleben kann. Jetzt ist der ganze Plunder auch schon wieder aus. Ja.
Du hast jetzt alles an, danke. Dann heil bitte. Ja. So, Tagelon muss ich ja nicht sagen, die greifen ja automatisch an. Dass eh der Einzige ist. Oh. Lass mich raten, der ist tot, Alistair. Natürlich. Mann, ich hasse euch. Aber ich hab den Bären noch. Der könnte jetzt richtig. Der Bär könnte jetzt richtig GG sein. Sehr schön. Wenn wir das jetzt richtig anstellen, wird der Bär echt gut werden. Triffst du bitte mal wieder was, Mädel? Danke. So, die halt den Bären, ja? Ja, tut sie, cool. Der Bär kann nur leider keine... Nein, nein. Oh, ja, okay. Gut, Zeit für die Deppentaktik. Ich bin... So, und Test. Ja, klar. Oh Gott. Ah, der Bär wieder an. Das ist reine Zeitverschwendung. Wenn wir die Gefahr bezahlen. So, du kannst wieder, oder? Nee, immer noch nicht. Wie viel cooler hat denn das? Kannst du dafür? Wir können nicht verlieren. Von wegen, das war sauknapp. Hätte ich den Bär nicht gehabt, hätte man das verloren. Also der Bär ist echt GG. Der Erbauer verfluche euch. Ich verdiene mehr. Du kriegst, was du verdienst. Oh, hast du schon. So, der Krusch ist alles wieder an. Was? Los geht's. Wie ihr wünscht. So, jetzt du. Was hast du dabei? Rundumschlag, Aalhaus-Schlüssel, beißende Axt. Plus 15% Schaden durch hinterhältige Angriffe. Hm. Das nehme ich mal. So. Jetzt dürften meine Backstabs richtig Schaden machen. Jetzt nochmal zu denen kommt. Lebensstein, was soll ich mit dem ganzen Plunder? Aber gut, wir haben was, weswegen wir hergekommen sind, vermute ich. Ja. Wer ist da? Bleibt weg von mir! Das könnt ihr mir nicht antun. Ich lasse euch alle auspeitschen. Ich bin der Aal von Denerim. Aal Urien ist in Ostagar gefallen, denke ich. Ich bin Vaughn Kandelt, Erbe des Aaltums von Denerim. Das ist die Wahrheit. Das glaube ich dem. Viele unserer Truppen fielen bei Ostagar. Nach Beginn des Aufruhrs kam Hau mit seinen Männern, um die Garnison zu verstärken. Zumindest behauptete er das. Ich hatte ihn kaum in den Palast gelassen, da warf er mich hier rein. Ein weiteres Opfer des Elfenaufstandes, hat er gesagt. Lasst mich hier raus. Ich tue alles dafür. Ein Landing wurde eingerufen. Ich brauche eure Stimme. Natürlich. Was ihr wollt. Aber lasst mich hier raus. Na gut. Ich schwöre, das werdet ihr nicht bereuen. Das Wichser. Der Bauer, erbarme dich deines frommen Dieners. Gefähre mir ein... Ist das jetzt? Andraste, Braut des Erbauers, hab Erbarmen mit mir. Alfstammer, bist du das? Kleine Schwester? Ein Typ, der stimmig zum Bart passt. Ich kenne euch nicht, oder? Seid ihr real? Wer seid ihr? Ich bin Ermanric, Leutnant der Kirche von Denerim. Ihr gehört doch nicht zu den Männern des Terran. Klingt, als sei er auf Lyriumentzug. Alle Symptome sprechen dafür. Verwirrung, Weinerlichkeit. Er weiß vermutlich nicht mal, was er sagt.
Wenn die oberste Klerikerin wüsste, dass er hier ist, würde sie glühende Kohlen spucken. Adlige haben über Templer keinerlei Autorität. Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt, Herr Bauer. Vergib mir. Ich habe versagt. Und niemand weiß, was er angerichtet hat. Von wem redet ihr? Von dem Malefica. Er hat Blutmagie gegen Templer und Magier des Zirkels eingesetzt, um aus seinem Turm zu fliehen. In der Nähe von Redcliffe habe ich ihn gestellt. Aber die Männer des Terran haben ihn mir genommen und mich hierher gebracht. Ach, der! Den kennen wir doch noch von der Redcliffe-Quest. Schauen, genau. Ja, er hat sein Phylakterion zerstört. Wir sind ausgeschwärmt, um ihn zu finden. Ich war allein. Ihr seid doch real, oder? Meine Träume sind so seltsam. Bitte, wenn ihr kein Traum seid, dann helft mir. Hab ich doch schon. Die Tür ist offen, oder? Ihr seid frei. Niemand kann mich von meinem Versagen befreien. Außer die gesegnete Andraste. Was soll ich tun? Gib diesen Ring meiner Schwester Alfstanna. Sag dir, dass es mir leid tut, bitte. Sie soll für mich beten. Okay. Sonst noch Wünsche? Alter, ein Glück habe ich hier nochmal reingeschaut. Leck mich fett. Egal, wir haben den Schlüssel. Also hoch da. Ui. Es könnte jetzt ein bisschen blutig werden. Haben wir irgendeine gute Platz? Ja, hier drin. Wir werden angegriffen! Gut, drauf! Der Bär ist weg. Shit. Ja. So soll es sein. Oder noch entscheidender, wage es nicht, Morrigan anzurühren. Nee, halt, das hier sollst du machen. Der Taunt interessiert den nicht, okay. Wie wär's denn damit? Achso, der ist schon an. Ja gut. Ich hab den auch noch. Auf wen gehen wir gerade eigentlich? Auf den gleichen hoffe ich doch. Oh scheiße, das ist ein Hund. Neues Target. Hund. Bevor der genau das macht. Von selber gleich, jawohl. Ja, kann sich eigentlich irgendwann nicht betäuben. Jetzt ist Dan tot. Ah. Ach, da ist ein Bogenschütze. Ed Morrigan, die hat's Level abgebraucht. Okay, schon gut, dass sie's hat, aber. Okay, Spiel laden. So. Jetzt hängt der Scheiß wieder. Sag mal, was ist denn das hier gerade? Dauernd hängt sich der Scheiß auf. Hallo, Spiel, könntest du bitte... Nein? Du könntest du nicht? Okay. Danke. So, und jetzt noch aufmachen. So, also. Bär. Z.
Zeug anmachen. Natürlich. Du hast dein Zeug an. Du machst den hier bitte an. Ich gehe. So. Dann mache ich das hier auf. Und dann gehen wir sofort alle da rein. Das scheint noch mehr Gegner. Gesellschaft. Und der Bär kommt nicht durch die Tür. Willst du mich verarschen, Anuminos? Verstanden. Nur einen Moment. Auf Morrigan? Ich glaub's hackt. Nö, 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 so Freundchen. Da hack ich doch lieber. So, auf dich ein. So, Target. Hund. Alle, außer mir. Ich gehe auf den Seppel. Die Hunde gehen auf mich. Jetzt aber endgültig Ruhe im Karton. Egal, er hat seinen Bogen ja nicht mehr angelegt. Okay. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Du nimmst schon mal einen. Du nimmst ja mal den da. So, Morrigan hat ein Level up. Großartig, aber bei der bringt es nicht so viel. Weil die von Emil nichts hat. Weil die eh keinen Schaden gekriegt hat. Ah, jetzt ist schon wieder. Ich guck eine halbe Sekunde nicht hin und Schock kippt einer um. Achso, ich bin betäubt, deswegen ging's nicht. Hallo. Kann ich wieder? Nein, warum auch? So, Stan, sterben bitte. Danke. Ja. Hallo? Die sind doch beide voll drin gelegen. Willst du mich gleich verarschen? Da kann ich wieder. Sehe ich irgendeinen, der nicht betäuben kann? Aber wie viel sind denn das bitte? Und der Bär ist tot. Nochmal. Okay, wir versuchen mal ganz was Neues. Also auch ein bisschen Verrücktes, gebe ich zu. Aber ich will mal was testen. Wieso müssen da denn immer gleich alle rauskommen? Das ist ja der Kack. Würden die einer nach dem... Könnte man die irgendwie einzeln herpullen? Ja, Moment mal. Moment mal. Ganz neue Idee. Komplett verrückter Plan. Versuchen wir das mal. Die ist aber ganz schön kühl, die Idee. Einfach mal den Weg zurück, den wir gekommen sind. Leute, sind auch noch Gegner? Nee, war bloß ein Anzeigefehler. Okay. So, mal angenommen, ich gehe jetzt hier den Weg zurück, den ich gekommen bin. Wo lande ich denn dann? Halt. Nee, halt, da muss ich hoch. So.
Ach nee, Quatsch, ich muss zu diesem Magier, der die Barriere geschlossen hat, oder? Ich test's nur mal. Wo ich dann rauskomme, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ah ja, Folterkammer, da war was. So rum. So, und jetzt? Mal nur so aus Jux. Ich glaube nicht, dass es geht, aber... Einfach nur, um es nicht unversucht gelassen zu haben. Sehr schön. Vielen Dank. Das war jetzt ja absolut dumm. Erstens, seit ich etwas klein für eine Wache, ist eine offensichtliche Star Wars-Anspielung. Ich möchte anmerken, dass das Mädel dich um einen Kopf überragt. Was daran liegt, könntest du dir helfen, bis die automatisch ein bisschen kleiner sind. Egal, reden wir im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao. I'm not going to be able to do that.